Das ist quasi sehr verzaubert. Ich sollte noch gewisse Zeit, oder das wird jetzt 40 auf dem mit WD 40, 15 Minuten, zu mir. Ja, das ist schon damit wir da nicht so lange im Trocknen sind. Dann euch bitte bedienen da draußen. Und wir warten auf den Guido Besimo, der ist schon in einer Viertelstunde da. Ja, ja. Mit der ganzen Familie. Mit dem Mann. Mit dem Mann. Gut, sie kriegt dort euch bedienen da draußen. Auf fast allen Maschinen liegt ein BSS-Band drauf. Man merkt die Lobbyarbeit der BSS-Band. Schlägt sich selbst hier noch nieder. Es ist nicht zu glauben. Wobei, da hinten ist die einzige Maschine, wo ein Pen 469 drauf liegt. Ja? 469. Ja, und dann gab es als Nachfolger die 469. Ich habe mir einen Eindruck,
Im Nebenbüro. Nein. Das hat er als allererstes gemacht. Als richtige Not. Das ist natürlich eine gute. Und wir waren vor einem halben Jahr bei uns und feiern bei einem Bordebauer, den auch sehr gut kennt. Ja, muss. Weil das Warm muss das erst auf die Kapstanzende und dann auf die Höhe. Ah, da ist er. Möcht du nicht immer alles glauben? Ja, ja. Möcht du nicht immer alles glauben? Sein Das ist das Original. Thank you.
Begrüßen alle, die ich noch nicht gesehen habe bis jetzt. Es hat immer mehr Köpfe. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass so viele Leute da sind. Und wir haben ein bisschen etwas vorbereitet für den Guido. Ich gratuliere ihm schon jetzt mal sehr herzlich zu seinem Jubiläum. Und möchte ihm Danke sagen, dass er gekommen ist. Und ich bin natürlich glücklich, dass ich hier im Museum rein darf, so eine Veranstaltung machen. Hans-Joachim Röhrs hat Laudatio vorbereitet, wie unser Problem ist einfach. Sie ist so umfangreich, dass wir sie kürzen und kürzen und kürzen. Und ich hoffe, wir bringen das in einen ordentlichen Rahmen. Das wäre nicht schlecht, wenn sich jeder einen Stuhl sucht. Herzlichen Dank. 90 Jahre, bitte. Für die Vorbereitung. Ich wollte das zuerst selber machen, aber weil es so umfangreich war und ich mich dauernd wieder mit Mails beschäftigen musste, bin ich fast nicht mehr dazugekommen. Was wir wissen, ist, dass der Guido seinen eigenen quasi Lebenslauf aufgeschrieben hat, handschriftlich, und der ist vorhanden. Wir haben den auch übersetzt in ein Word-Dokument und ich bitte dann den Guido später mal noch, ob er das auf der Webseite auch präsentieren darf. Es sind 5 Seiten. Hans-Joachim hat das noch ausgebaut und nachher wieder gekürzt. Bitte, Hans-Joachim. Ja. Na gut, ich habe gesagt, also jeder möge bitte sich einen Stuhl suchen, nicht, denn wenn es zu lang dauert. Abgesehen davon, 90 Jahre ist eine respektable, mehr als eine respektable Zeit. Und 34 Jahre bei Studer muss man auch erstmal durchstehen. Ne? Also insoweit. 90 Jahre Guido Besimo, 34 Jahre im Hause Studer. Versuch einer Laudatio. Man möchte es kaum glauben, lieber Guido, 90 Lebensjahre hast du hinter dich gebracht. 34 Jahre davon in mehr oder weniger leidenschaftlicher Eintracht mit Studer Revox, deiner berufslebenslangen Firma hieß das immer bei dir, die Firma, nicht? Und dem Willi, dem so konfliktscheuen, wie um das Wohl seiner Firma notorisch besorgten Patron, nicht? Das war er ja wohl. Der Zufall, so hast du mir gegenüber einmal bekannt, habe in deinem Leben weithin Regie geführt. Ich sehe aber auch das eidgenössisch, basisdemokratisch, individualistische Klima im Hause Studer und dein menschliches wie fachliches Engagement als Voraussetzungen deines beruflichen Erfolgs. Was mir mancher deiner Regensdorfer Mitstreiter bestätigt hat. So sagte mir einmal, das war die eine Seite, Vincenzo Di Benedetto, dass dir das Bemühen um einen menschlichen Umgang sehr wichtig gewesen sei. Du selbst dann, wenn es unangenehm geworden wäre, immer der Grand Seigneur geblieben seist, als den wir dich auch kennen. Der gewiss nicht unkritische Paul Zwicky, den du ja bei Studer eingestellt hast, sprach auf meine entsprechende Frage sofort deine fachlichen Qualitäten an. Beim Zwicky bedeutet das ja was. Denn du warst für Paul einer derjenigen, die Gedanken eines anderen unverzüglich verfolgen, für skizzierte Probleme auch ähnlich zügig gangbare Lösungen anbieten konnten. Dein mechanisches Vorstellungsvermögen habe ihn, sagte der Paul, wörtlich immer fasziniert. Das sagte der Zwicky. Jeder, der Zwicky kennt, weiß, was das bedeutet. Wie der da über seinen Schatten gesprungen ist. Damit liegt uns aber die Bandbreite deines Berufsweges vor. Fachliche Anliegen ohne Verbissenheit, aber mit Prinzipien und Rücksicht auf die Kollegen, von denen man ja abhängig ist, so zu verfolgen, dass man zum Endergebnis stehen kann. Und ich würde sagen, das zieht sich wie eine ganz dicke rote Linie bei den Studern durch die Familie.
Dies Ideal begegnet in deinem menschlichen Leben, in deinem beruflich-menschlichen Leben so oft, dass man dir bei der Gerätekonstruktion schließlich die zentrale Koordination übertragen hat. Nichts anderes ist die Qualitätssicherung. Auf Dauer noch dazu. Dein beruflicher Lebensweg bei Studer, dessen Marksteine ich hier gerne als Laudatio deiner Lebensleistung ansprechen möchte, verläuft sicher nicht ganz zufällig parallel zur stürmischen Entwicklung, den die Audiotechnik in deiner Zeit genommen hat. Ich beschränke mich bei der Behandlung allerdings auf die Marksteine in der Magnetbandtechnik allein. Wir säßen sonst zu deinem 91. Geburtstag noch hier. Das ist so viel gewesen, was da gelaufen ist. Auch wenn das Studioportfolio ja klein war. Wenn man bei Sony guckt, nicht, was diese Leute produziert haben, das ist endlos. Bei Studer ist das gemacht worden, was Sinn hatte. Nicht, was Marketing gewesen ist. Primär Marketing gewesen ist. Sekundär Marketing, das brauchtet ihr auch, klar. Ja, weißt du ja familiär Bescheid. Nicht? Wir müssen es auch verkaufen, hat die Marke gesagt. Am 2. Februar 1933 wurdest du, lieber Guido, in die Familie eines Züricher Konditors, Gastwirts und Hobby-Elektronikers mit frühem Studerbezug hineingeboren. Nach Schulzeit Lehre in der Feinmechanik, Studien an der Ingenieursschule in Winterthur, dem väterlichen Erbe folgend in der Elektrotechnik, wurdest du im November 1957 von Willi Studer selbst angestellt. Beschäftigte man dich als 24-Jährigen zunächst noch mit audiofernen Tätigkeiten, wurdest du im Sommer 1959, ich hoffe, ich beliebte nicht ganz schief, darauf aufmerksam, dass sich in der unmittelbaren Nachbarschaft deines Arbeitsplatzes Willi Studer selbst mit einem ETH-Werkstudenten vergeblich um die Stereophonisierung einer C36 bemühte. Heißt das so? Stimmt doch, oder? Die aber Star des Revox-Standes auf der Fähre 1959 werden sollte. Die ersten Entwickler hatten sichtlich Probleme mit der Pegel- und Frequenzkonstant des HF-Oszillators im Mono- und Stereobetrieb, dessen es hier aber eigentlich gar nicht bedurfte, weil man mit dem Gerät im Ausstellungsbetrieb nur bespieltes Bandmaterial wiedergeben wollte. Du übernahmst die Federführung der Stereophonisierung, stelltest pragmatisch handeln die Neukonzeption des HF-Oszillators HIMT an und konntest nach nur 4 Tagen eine C36 mit funktionstüchtiger Stereowiedergabe vorweisen. Haha. Die Folgen für dich ließen nicht auf sich warten. 1960 erhielst du den Auftrag zur fertigungsreifen Entwicklung der nun von Beginn an stereophonen D36, dem ersten offiziellen Stereogerät aus dem Hause Studer. Interessant ist, dass du wegen der Misserfolge Willi Studers mit der C36 bei D und E36 vom Einsatz des im Hause seit der A36 traditionellen Gegentakt HF-Oszillators abgesehen und einen Eintakt-Oszillator mit kanalweisen Nachverstärkern vorgesehen hast. Weißt du es noch? Natürlich. Das ein Blick in die Schaltung und es ist alles wieder da. Tja, und deine neue Tätigkeit als Konstrukteur, beim Studer hast du jetzt einen Ruf weggehabt, ne? Beim Willi, kann man doch wohl sagen, nicht? Hatte aber auch heiklere Seiten, denn die Firma EMT, Studers Vertrieb in Deutschland, hatte 1960 3 Stereophone B30 mit genauer Preisangabe und gesichertem Lieferdatum an ein Studio in Baden-Baden fest verkauft. Wohlgemerkt, eine Maschine, die es nicht gab, die nie kalkuliert und die nie geplant war. Und wie habt ihr das Problem gelöst, habe ich ganz kindlich naiv dich gefragt. Wir haben die Maschine halt gebaut, hast du gesagt. Das hat natürlich gesessen, auch bei mir, diese Vorstellung allein. Durch die Kürze der Wege, wir haben vorhin darüber gesprochen, mit irgendjemandem bei Studer damals, durch die Kürze der Wege, man arbeitete damals praktisch über alle Abteilungen Tür an Tür, war vieles möglich, was später durch die ganz anderen Dimensionen der Firma schlicht ausgeschlossen war. Man holte also die B30, die es nicht gab, mit ihren letztlich neuen Stereotonköpfen, war ja auch Neuland für euch, ins Leben, richtete sie unter erheblichem Zeitdruck in Baden-Baden ein. Und, Kommentar von Guido, bei dieser Auslieferung in Baden-Baden habe ich das erste Mal in meinem Leben 72 Stunden am Stück nicht geschlafen.
berichtetest du mir. Das ist nur eine da, der Thompson, der bereits während des Baus der B-30, ST nenne ich sie jetzt mal, weil es sie nicht gab, kann ich ja den Namen mehr finden, war bei Studer die Entwicklung der C-37 angelaufen. Jetzt wird's ernst. Für deren Elektronik du verantwortlich zeichnetest. Man wollte hier sichtlich einen Kontrapunkt zu M10 und Mehrspur T9 von Telefunken setzen, was dich zu eigenen Ideen und Perspektiven veranlasst hat. Die Einführung der Multiplex-Stereophonie stand sogar beim Bayerischen Rundfunk bevor, der für alles immer etwas länger gebraucht hat, meine Heimatrundfunkanstalt in München. Da kam die Stereophonie noch 10 Jahre später. 67, glaube ich, war das erst. Gut, okay. Für die C37 wurden daher Stereoausstattungen, Elektronik, Tonkopfbestückungen konstruiert und angeboten. Du, lieber Guido, machtest dir in dieser Endphase der Röhrentechnik auch noch besondere Gedanken zur Verstärkerkonzeption, die zur Verwendung zweier kaskadierter Röhrensysteme in der Eingangsstufe des Wiedergabezuges führten. Natürlich wurde das Gerät dem experimentierfreudigen Südwestfunk in Baden-Baden vorgestellt, der es nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen haben muss, denn man bestellte dich als den Konstrukteur der Maschine zum Rapport nach Baden-Baden ein. Etwas unsicher, so erzähltest du mir, seist du in den Besprechungsraum getreten, als hinter der Tür sofort der Leiter des SWF-Messdienstes auf dich zuschoss und dich mit den Worten: Sind Sie Herr Besimo? Ja. Ich beglückwünsche Sie zum Wiedergabeverstärker dieser Maschine. Sie haben den derzeit besten Wiedergabeverstärker der Welt konstruiert. Das ging dir, dem gerade 28-jährigen Konstrukteur, natürlich warm runter. Gleichsam in der Höhle des Löwen, der Deutsche Rundfunk war, wie wir alle wissen, historisch bedingt immer arg telefunkenaffin, eine solch kompromisslose Anerkennung erfahren zu haben, das ist ja nicht selbstverständlich, nicht? Da würde ich sagen, man kommt als Neuling quasi in einen Markt rein, der vielleicht nicht unbedingt einem wohlgesonnen ist, oder zack, kriegt man gleich so etwas gezeigt. Mich hätte so etwas dankbar gemacht, oder? Ja. Dich ja wohl auch, oder? Ja. Über uns der Pflaumenbaum in Cesole und erzählst du dir diese Geschichte. Also gleichzeitig mit dem Entstehen der C37 warst du mit der Modernisierung der 36er-Serie in Gestalt der F36 befasst, in deren selbstverständlich stereophone Anlage nicht nur der Studer der traditionelle HF-Oszillator in Gegentaktweise Bauweise wiederkehrt, sondern auch die Löschkopf-Ersatzspule urständ feiert. Da wurde das Problem, das der Studer Willi mit seinem Werkstudenten hatte, ja nun grundsätzlich ausgeschaltet. Erst bei der B77, oder nee, es war A700, da war dann das Kernmaterial des Löschoszillators so günstig, dass man das stärker belasten konnte. Na gut, die habe ich ja jetzt gesagt schon, nicht die HF-Spule, die mit Löschkopf und Löschkopf-Ersatzspule im Monobetrieb belastet wird, gestattet dann die absolut stabile Erzeugung der Vormagnetisierung in Pegel, Frequenz und Klirrfaktor und damit eben eine gleichmäßig hohe im anbrechenden Hi-Fi-Zeitalter. Das geht ja auch in deine Zeit hinein, auch vom Amateur geforderte Aufnahmequalität abgesichert hat. Die F36 mit ihren 13 Röhren, das war ja auch ein Ding, ne? War nebenbei die letzte Amateurmaschine, die mit überschaubaren Fertigungszahlen auskam. Dann wurden die Fertigungszahlen bei Studer groß. Während die professionelle, bis heute anerkannte C37 mit ihren rund 600 gebauten Exemplaren, das ist viel ja für ein professionelles Gerät, bereits regelrecht reüssierte. Allein die BBC in London hatte fast 100 Exemplare von der C37 in Betrieb, von denen es ja einen beachtlichen Teil, nicht bei der BBC, aber im Kreise englischer Sammler heute noch gibt. Mittlerweile wurde es üblich, Mehrspur zu produzieren und nachträglich abzumischen, was 1963 zur Erweiterung des C37-Konzeptes auf 4 Spuren und 1-Zoll-Magnetband führte. Nachdem es an qualitativ befriedigenden Rauschminderungssystemen immer noch gefehlt hat, beschränkt man sich anfänglich auf 8 Spuren, deren unvermeidliche Verschlechterung des Geräuschspannungsabstands man hat hingenommen hat. Du, lieber Guido, konntest deine, eure Erfahrung mit C37 und F36 Taktmischfeld und Löschkopfersatzspule, nicht, das hatten die ja, nicht, für den Aufnahmebetrieb nutzen, um in kurzer Zeit die J37 zur Fertigungsreife auszuentwickeln.
Da gab es dann aber wieder einen Rohrkrepierer. Von dieser Entwicklung berichtete damals euer mit besten Verbindungen nach Osteuropa ausgestatteter Münchner Vertriebsbeauftragter Wolfgang Anders, dem jugoslawischen Rundfunk in Belgrad, der schon immer so etwas haben wollte. Anders meldete es auch nach Regensdorf, wo man gerade mit der Fertigungsorganisation für diese J-37 beschäftigt war und den dafür unabdingbaren einzigen Prototyp ans Laufen bekommen hatte. Nicht? Anders hat gedrängelt von München aus, er wolle in den nächsten Tagen nach Belgrad fahren und dem Rundfunk dort die Maschine vorführen. Sein Wort war euch Befehl und man setzte alles in Bewegung, um den Prototypen schnellstens per Bahnexpress von Regensdorf nach München zu bekommen. Das Gerät kam, welch Wunder, heil in München an und Anders mit ihm nicht minder heil im 1000 Kilometer entfernten Belgrad. Der jugoslawische Rundfunk war vom Prototypen, dem einzigen Prototypen der J-37 begeistert und Anders verkaufte ihm den einzigen Prototypen, auf den in Regensdorf nicht zu verzichten war, für den aber auch nie ein Preis kalkuliert oder vereinbart gewesen wäre. Die Affäre B30ST lässt grüßen. Also das kam offenbar mehrfach vor. Man konnte das Gerät natürlich nicht zurückfordern, und musste wohl oder übel einen neuen Prototypen bauen, um die dadurch um Monate verzögerte Fertigung neu konzipieren zu können. Die Affäre war damit aber noch nicht beendet. Denn dieses Gerät war nicht etwa verschollen, wie du angenommen hast, so hast du mir das erzählt, unterm Pflaumenbaum in Cesole, sondern im Jahr 2012, also fast 50 Jahre später, wandte sich ein Belgrader Bandgerätesammler an mich, und berichtete mir, als ich ihm die obige Anekdote erzählt habe, dass diese Maschine in einem Lager des jugoslawischen, früheren jugoslawischen Rundfunks zweifelsfrei noch existieren würde und aufgrund ihrer Vorgeschichte noch mehr Sammlerinteresse auslösen würde als ohnehin schon. Die Maschine hatte also 50 Jahre, der Prototyp, muss man sagen, hat also 50 Jahre professionellen Umgangs überdauert. Der Zustand sei jämmerlich. Das hat er mir gesagt, nicht? Aber trotz alledem, nicht? Und das ist natürlich eine Situationskomik, muss man fast sagen, schlechthin. Ich fragte dich deswegen einmal, welche Lebensdauer ihr euren Konstruktionen so zugebilligt hättet. Deine Antwort? Na, 10 Jahre wären schön gewesen. Man brachte man beachte den unschweizerischen Konjunktiv dabei, nicht? Wäre schön gewesen, nicht? Heute laufen ja noch Tausende von euren Geräten weltweit. Die Jahre 64 bis 66, du hattest die 30 gerade überrundet, waren der letzten Fortentwicklung der 1630er-Serie in der G36 gewidmet, die nicht nur die erste Regensdorfer Maschine mit großen, Amateurmaschinen heißt das natürlich, mit großen Stückzahlen, das waren immerhin über 30.000 Stück, wurde, sondern auch in einer ganzen Reihe von Sonderversionen, zum Beispiel USA-Version, HS-Version und so weiter, auf den Markt kam. Zusätzlich rücktest du von der seit F36 erstmals zweikanaligen, so schönen wie teuren Aussteuerungsanzeigeröhre, das war eine Spitzenspannungsanzeige, die ihr da realisiert hattet, zugunsten des VO-Meters ab und modernisiertest neben vielen kleineren Details auch den Antrieb durch einen neuen, nein, neuer war er nicht, die M5 hat ihn auch schon, aber Hysterese-Synchronmotor in Amateurgeräten waren selten. Nicht? Und die G36 hat diese Möglichkeit der Asynchronmaschine komplett ausgelotet. Nicht? Besser ging es also ohne elektronische Hilfe nicht. Das Gerät erhielt so in den Audiowerten wie in der Mechanik beim Wettbewerb mit professionellen Maschinen mit. Nicht? Das waren lediglich die Eingänge und Ausgänge, die eigentlich ja, einer professionellen Verwendung im Wege standen. Ich selber habe eine G36 HS mit Dolbys verwendet. Natürlich mit dem Nachverstärker hinten, weil der Ausgangswiderstand so hoch war. Aber das war problemlos möglich. Die Maschine hat das qualitativ problemlos weggesteckt, ohne dass man, bitte klassische Musik ist das bei mir immer, weil Popmusik ist das was anderes. Da kann man auch Fehler, die die Aufnahmeanlage bietet, kann man dann zum Sound erklären. Bei Klassik geht es nicht. Als ob der immer in die Flöte kriegt, der Violine umgekehrt, ist das frisch. Nee, dann kann man das dann von einem Bayern zu hören, mit einigen Handkanten. Nee.
Nun gut, jeder, der eine G36, ich habe es vorhin schon im Zusammenhang mit der F36 angesprochen, im angestrengten Betrieb hatte, kennt die Folgen dieser 12 Röhren für das Raumklima. Da braucht man keine Heizung mehr, die im Sommer zum physischen Problem werden konnte. Die Firma Cedamel in Paris, die Sprachschulen mit Hard- und Software ausstattete, lag euch deshalb in den Ohren, eine transistorisierte, kühlere Version der G36 zu konzipieren, was im Jahr 65 zur großen Freude des Willi erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Willi Studer hatte den Siegeszug des ihm letztlich fremden Transistors etwas argwöhnisch verfolgt, was ihn angesichts der kühlen G36 zum Bonmot veranlassen. Nun haben wir die Schaltung, jetzt können wir auch das Gerät dazu bauen. Das war Willi, wo dem die Margit einmal gesagt hat, das war ein Mann, dem man nicht gerecht werden konnte. Die Verschlossenheit, die ihm eigen war, ist auch eine Tragik seines Lebens. Und er war mit vielen Dingen dann eben einfach allein. Man konnte ihm, dem Willi, nicht gerecht werden. Das war so eine Charakterisierung, die ich ja für fast beklemmend gefunden habe, weil eben da eine Firma mit einer immensen Wirkung daraus entstanden ist. Und wenn er anders gewesen wäre, wäre die Firma mit Sicherheit nicht so geworden, wie sie geworden ist. Na gut, damit war aber der Weg in die Epoche der A77 frei, die allerdings weit über die Konstruktion einer Transistor G36 hinauswuchs. Denn du, lieber Guido, konntest in deinem Team nun auf Diskussionen mit dem jüngeren Paul Zwicky, Ernst Matthies und nicht zuletzt auch Arturo Stoßberg setzen. Zudem holte sich die Firma in Hans Mainzer erstmals einen Fassadendesigner, wie ich ihn nenne, ins Haus. Es entstand so ab 1966 die beispielhafte Serie mit der revolutionären Bandmaschine, für mich ist sie revolutionär, dann dem technisch interessanten Verstärker A50, A78 und dem legendären UKW-Tuner A76. Studer hatte am Anfang wohl tatsächlich an eine transistorisierte Neuauflage der G36 gedacht und so sollte nach Willis Willen der Laufwerksträger der A77 als kalt verformte Stahlplatte wie bei der G36 ausgebildet werden, wogegen du zur Verbesserung der Laufwerksqualitäten ein autarkes Gusschassis vorgesehen hattest. Dem Willi aber war das zu teuer. Der Zufall kam dir zu Hilfe. Der Willi ging, welch seltenes Wunder, für eine Woche in Urlaub, war also außer Haus beschäftigt. Diese Woche und die damals noch kurzen Wege im Hause nütztest du mit deinen Kollegen, um von der Zeichnung über die Gussform bis zum fertigen Teil das autarke Gusschassis der A77 auszuentwickeln. Ein weltweites Novum in der Geschichte des Amateurbandgerätes. Das gab natürlich einigen Ärger von Seiten des mit dir schon lange im vertrauten Du verbundenen Willi, der aber als gewohnt sparsamer Schweizer Hausvater schwerlich die Aufgabe des ja fertigen, zweifellos hochwertigeren Gusschassis nicht verlangen konnte. Jetzt haben wir das schon mal, jetzt müssen wir es auch verwenden. Das war natürlich seiner Sparsamkeitsideologie vertretbar, in seiner Sparsamkeitsideologie vertretbar. Nicht? Vielleicht erinnerte sich auch, der Willi meine ich jetzt, vielleicht erinnerte sich der Willi auch eines früheren Disputs mit dir, den du in einer für dich ungewöhnlichen Schärfe mit dem Satz zu Ende brachtest, ich mache meinen Job hier für die Firma und nicht für dich. Ja, das ist aus der Willi. Nachdem die Arbeiten an der A77 durch die weitgehend existierende Schaltung sehr schnell vorangingen, kam die A77 noch im Jahr 66 ans Laufen. Stoßberg hatte sich wohl schon länger mit einer hochwertigen, unverändert sowohl an den 50- bis 60-Hertz-Netzen dieser Welt funktionstüchtigen und stabil arbeitenden Tonmotorelektronik aufgrund von Anregungen Stefan Kudelskis, Eberhard Vollmers und Wolfgang Ranks befasst. Stoßbergs deshalb, meine ich, nie patentiertes analoges Verfahren einer an der elektronischen Tonmotorregelung wurde weltweit offensichtlich aufmerksam registriert und führte zum Siegeszug des elektronisch gesteuerten Kapsternantriebes. Nicht nur der A77, sondern auch in anderen Bereichen der Welt. Die haben das zum Teil vereinfacht, haben das auf Gleichstrommaschinen bezogen. All das ist passiert, aber deine A77, die stand als Ausgangspunkt, als Angelpunkt dazwischen.
Nicht? Außerdem hat das ja noch weitere Folgen gehabt. Nicht? Die ganzen anderen Bandzugregelungskonzepte der analogen Maschinen sind ja in ähnlicher Weise strukturiert gewesen. Nicht? Die A77 Audioelektronik, damals schon in Siliziumtechnik, da können wir zur Uhr schauen, wie die das gemacht haben bei Amateurgeräten, reden wir lieber nicht drüber, bediente sich in den Eingangsstufen rauschärmerer PNP-Transistortypen, was in der damaligen Zeit ebenso wie die teils professionellen Schaltungskonzepte der Eingangsverstärker von dir stammen. Das ist ein professionelles Schaltungskonzept, ne? In Amateurgeräten schlicht ungewöhnlich waren. Zudem hast du während der Entstehung der A77 praktische Versuche, nicht? Da kommt bei dir der Handwerker raus, nicht? Der die Hand anlegt. Nicht, nicht einfach da jetzt, so, weißt du nicht mehr? Doch, ich hast du mir das selber erzählt. Versuche zur Optimierung der Aufnahmekopfspaltweiten im Zusammenhang mit den physikalisch bedingten Verlusten durchgeführt. Ich habe vorhin mit irgendjemandem darüber geredet. Nicht? Deren Ergebnis, das waren diese 7 ominösen, imaginären, tollen, 7 μ Spaltweite des Aufnahmekopfes sich in den Folgejahren ebenfalls weltweit als Standard etabliert haben. Das ist letztlich bis heute der Fall. Ne? Ja. Und was hast du da gesagt mal? Hätte ich damals gewusst, was man in der Elektronik zielgenau alles berechnen kann, wäre im Haus manches etwas schneller gelaufen. Ne? Im Jahr 66 besuchte dann, ich habe eben gerade die Urleute erwähnt, besuchte mit Baron Hornstein, der technisch so versierte wie im Amateurgerätebau erfahrene Geschäftsführer von Uhr München, das Regensdorfer Werk und verfolgte interessiert die abschließenden Arbeiten an deiner A77. Und was schnarrte er? Und mit diesem Gerät wollen Sie auf dem Amateurmarkt erfolgreich sein? Ich prophezeie Ihnen die baldige Pleite. Bumm. Er hat sich geirrt. Grundlegend. 1967 stelltest du selbst, lieber Guido, auf der Berliner Funkausstellung deine in ein eigens angefertigtes, drehbares Plexigehäuse gewandete A77 vor. Zitat: Es gab bei der A77 ja nicht nur außen etwas zu hören und zu sehen, sondern auch innen. Oha, ja, das stimmt. Ein Amateurgerät, das so ausschaut, na gut, wie die ganze Serie A77, A76, das ist ja ein Vergnügen, sich das innen drinnen anzuschauen. In Berlin wurdest du dann am Funkturm von einem deutlich älteren, distinguierten, hochgewachsenen Herrn besucht, der sich in der Technik des HF-Magnetophons bis in Details bemerkenswert gut auskannte, sich aber nicht vorstellte. Zudem war er schlicht verwundert, dass du als Konstrukteur dein Gerät auf einer Publikumsmesse persönlich vorstelltest und dies nicht dem Ausstellungspersonal überlassen wolltest. Der Mann kannte also aus der Industrie andere Verhältnisse. Nach Lage der Dinge war dieser Unbekannte, Eduard Schüller, der Vater des Magnetophons bei der AEG, der sein Kind, das AEG-Magnetophon, damit die Urgroßmutter der A77, 32 Jahre zuvor am selben Ort unter dem Funkturm vorgestellt hatte. Auch Schüller erwies also seine bewundernde Reverenz jener A77, die als Symbol einer neuen Epoche der Medientechnik exakt zur Halbzeit der 50-jährigen Geschichte des hochwertigen AM-Magnetophons zwischen 1942 und 1992 erschienen war. Zufälle führen Regie. Das sind so Punkte dann, die man, meine ich, registrieren muss, auch wenn es ein Amateurgerät ist, nicht? Bei dem du ja auch vielen Beschränkungen unterlegen hast. Gleich in den ersten beiden Fertigungsjahren wurden in Regensdorf und dem neuen, von dir teilweise technisch betreuten Werk Löffingen bereits 37.000 Geräte ausgeliefert, woran sich über Jahre nichts geändert hat. Man hatte im Hause Studer also die Zeichen der Zeit erkannt. Man spricht ja gelegentlich davon, dass Studer das nicht erkannt hatte. Das ist nicht richtig. In diesem Falle war es epochal, was man erkannt hat. Man hatte im Hause Studer die Zeichen der Zeit erkannt, sage ich. So blieb es nicht aus, dass sich auch professionelle Kunden für diese hochwertige, preisgünstige Konstruktion zu interessieren begannen und für ihre Anwendungen spezialisierte Versionen anregten. Da kam dir das für Studer so typische bausteinhaft arbeitsteilige Denken zu Hilfe,
sodass innerhalb kürzester Frist eine Fülle von ursprünglich nicht geplanten Spezialversionen der A77 entstehen konnten. Standard- und HS-Typ mit verschiedenen Entzerrungen, eigene Versionen für die PTT, den ORF, die ORTF, die Medizinindustrie, Flugüberwachung oder das Militär. Auch eine Version mit den damals noch diskreten Dolby B-Prozessoren erblickte 1970-71 das Licht der Welt. Überall bewährte sich das Gerät. Irgendjemand hat mal aufaddiert, wie viele Versionen von der A77 je angeboten worden sind und kam auf nicht weniger als 45 verschiedene Typen, ohne dass Umbauten fremder Hand, die gab es nämlich auch noch, Berücksichtigung gefunden hätten. Dieser für Studer bislang beispiellose Erfolg einer Konstruktion veranlasste schon während des Fertigungsanlaufs der Amateur A77 folgerichtig die Modernisierung der professionellen Gerätelinie in Gestalt einer neuen A80, deren Projektleitung dir übertragen wurde. Mit ihr steuerte Studer nun erkennbar die Grenzen des analogen AM-Aufzeichnungsverfahrens an. 1970 verließ die erste Serien-VU die Regensdorfer Produktion mit einer 200 auf 1100 Mitarbeiter. Die Technik war durch die Entstehung hochintegrierter Bausteine geradezu revolutionär vorangeschritten, was nun auch für die entstehende A77 in Mechanik, Laufwerk und Audioelektronik zwangsläufig Spezialisten einforderte, die allerdings umso mehr der Koordination bedurften. Nicht, das darf ja nicht auseinanderlaufen, das muss ja funktionieren am Ende dann. Dies waren die Schwierigkeiten, mit denen du dich schließlich bis 1992 grundsätzlich konfrontiert sahst, dem Jahr, in dem du zur Jahresmitte deine Tätigkeit bei Studers unseligen Erben bewusst beendet hast. War die A700 für mich als Klassiktonmeister in ihrer für ein Amateurbandgerät geradezu kompromisslosen Audioqualität die Apotheose einer Amateurbandmaschine, entwickelte sich unabhängig von ihrer Bedeutung für die erfolgreiche Einführung einer neuen professionellen Maschinengeneration für euch zu einem kleinen Albtraum, der in 7 Jahren kaum über 20.000 gebaute Exemplare hinauskam, was allerdings sicher auch dem Siegeszug des Kassettenrekorders anzulasten gewesen ist. Der geriet ja quasi als A700 mit Kassettenlaufwerk, trotz Willi Studers so erklärtem wie verständlichem Widerstand ins Produktportfolio der Firma Studer. Wenn man sich den anguckt, das ist eigentlich nichts anderes als eine A700 in Kassettenrekordergestalt. Gut. Das gegenüber den Schwesterkonstruktionen A67, B67 vereinfachte Laufwerk der A700 erwies sich nach studerschen Ansprüchen als nicht langzeitstabil. Das ist auch eines der Probleme, dass man diesem Gerät bis heute nachrühmt. Euch, und dahinter stehst natürlich du, lieber Guido, veranlasste das zu teils aufwendigen Anpassungen in Herstellung und Service. Die Laufwerkskonstruktion der letzten Serie der A700 unterschied sich deshalb nicht mehr von der der B67, für die der Nutzer aber rund das Dreifache zu erlegen hatte. Wenn man sich das vorstellt, das konnte kein Geschäft werden mal. Aber gut, ihr hattet ja ein Polster. Die in der B77 modernisierte Neubelebung der A77 verwundert daher ja nicht, was ja auch der Markt mit einem respektablen Absatz honorierte. Im ersten Jahr waren auch gleich wieder 25.000 Exemplare aus der Fertigung hervorgegangen. 1974 zeichnete sich dann ab, dass du mit deinen vielfältigen Erfahrungen zwischen C37, A87, A700 und so weiter einmal neben dem Willi in der Geschäftsleitung Platz nehmen würdest. Denn Studer beauftragte dich mit dem Aufbau einer firmenweiten Qualitätssicherung, was dein erwähntes Abrücken von der Konstruktion zementieren und dich nur noch gelegentlich in deine angestammte Heimat zurückkehren ließ. Dich beschäftigten nun primär Testsysteme, die Qualitätsevaluation von Fertigungsverfahren, die Prüfstrategien, die fortlaufende Überwachung der Produktqualität durch Prototypentests und nachfolgende Prüfung anhand von Stichprobenentnahmen aus der Fertigung. Mit knapp 50 holte dich am 1. Dezember 1982 der Willi als Beauftragten für die Qualitätssicherung in die Geschäftsleitung. Dennoch kehrtest du beispielsweise bei der A807 mit einem Vorschlag in die Gerätekonstruktion zurück. Die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland rief nach preisgünstigen professionellen Bandgeräten analoger Technik, wofür zunächst die 807 entstand.
nachdem zwei Bahnzugwagen auch durch von einer einzelnen Waage per Algorithmus ermittelte Daten ersetzt werden können, kam die 807 mit nur noch einer Bahnzugwaage aus. Diese Anregung geht auf sich zurück, beschäftigte sich allerdings auf eher unerfreuliche Art gegen Ende deiner Studerzeit in Gestalt der Revox C270 noch einmal. Du erinnerst dich an die denkwürdige Szene in Cessone, wo da die Bilder rumgereicht wurden auf einem Computer. Na gut, es kommt jetzt. Die Maschinen dieser von der 2 bis zur 8-Kanaligkeit reichenden Reihe trafen entlang der in der vorausgehenden Werbung verkündeten Messwerte auf großes Interesse. Nach Fertigungsanlauf zeigte sich aber, dass das Laufwerk versprochene Gleichlaufwerte nicht einhielt. Ha, jetzt waren wir da. Wohlgemerkt, in der letzten Generation von Schule war das. Nee. Man baute in Regensdorf wegen des Bestellüberhangs, zweitens der Kunden, zwar Lagerräume füllend weiter, lieferte aber nicht aus. Es dürfte zu dieser Zeit, 1988, weltweit keinen zweiten Hersteller gegeben haben, der im Umgang mit Magnetbandlaufwerken und ihrer Mechanik eine größere Erfahrung besessen hätte als hier in Regensdorf. Eine stillschweigende Hinnahme des Mangels kam also als selbstverursachte Geschäftsschädigung schlicht nicht in Frage. Andererseits führte die Suche nach der Ursache in den einzelnen Baugruppen nirgendwo zu signifikanten, als Auslöser zu definierenden Mängeln. Bei mir so läuft, sagte Laszlo Wagthaler. Bei mir so läuft, sagte Laszlo Wagthaler, stellvertretend für alle konstruktiv Beteiligten und Betroffenen, während sich die nicht ausgelieferten Geräte täglich weiter stapelten und die Kunden ungeduldig wurden. Ihr hattet natürlich schnell erkannt, dass sich die Steuerung hier durch unglücklich entstandene Zeitkonstanten in der Regelung minimal, aber bleibend unruhig aufschaukelte und so hörbare Gleichlaufschwankungen hinterließ. Man musste also das System eigentlich nur irgendwo geschickt stören, damit alles wie vorgesehen funktionieren würde. Doch wo? Wo stört man so ein System dann? Wir kennen alle diese Probleme, wenn man prinzipiell den Weg erkennt, aber nicht weiß, wo die Detaillösung liegt. Du setztest dich daher als letztlich universell Verantwortlicher über Tage jeweils für einige Stunden nach Dienstschluss mit einer der gebauten Maschinen an einen fremden Laborplatz und begannst mit der Suche. Kehrst also zu deiner ganz frühen Zeit zurück. Der durchschlagend befriedigende Erfolg blieb aber zunächst aus, bis dir eines Tages auf dem fremden Arbeitstisch eine dort liegen gebliebene Feder passender Länge auffiel. No risk, no fun. An der Bandzugwaage des Gerätes fand sich ein unbenutztes, nach Verwendung schreiendes Löchlein. Der zweite freie Federfixpunkt war schnell gefunden und nach dem Start der Maschine waren die Gleichlaufwerte da, wo sie schon längst hätten sein sollen. Das System war also erfolgreich und zutreffend gestört worden. Einmal mehr hatte der Zufall die Erfahrung des Konstrukteurs mobilisiert, in Bewegung gebracht. Lieber Guido, du durftest erleben, was deine Mitstreiter und du über Jahre in der Kulturgeschichte der Menschheit, ich bin so frei zu sagen, eine Plastik von Thielmann Riemenschneider hat unmittelbare Vergleichsmomente mit den Geräten, die ich nun aus der Firmengeschichte von Studer in der eigenen Praxis kennengelernt habe. Ohne die wäre die Kulturgeschichte der Menschheit bitte anders verlaufen. Ja, also ihr habt das erleben dürfen, was ihr über Jahre in der Kulturgeschichte der Menschheit hinterlassen habt, wofür ihr dankbar, worauf ihr stolz sein dürft. Das Haus Studer lebte ganz eidgenössisch, vergessen wir auch das nicht, aus und mit euch. Ohne euch ging es nicht, was durch das Firmenschicksal nach 1992 nur zu deutlich belegt wird. Wir sind dankbar, mit dir diesen Tag hier heute verleben zu können. Das war's.
Also, du hast ja in vielen Dingen übertrieben. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich die Zeit gekommen nach uns, nach Italien, und dann da. Und das erste, was passiert ist, in unserem Wohnzimmer, da wurde ein Mikrofon aufgestellt. Jawohl. Auf den Tisch. Und dann hat das Bombardement begonnen mit Fragen. Weswegen der Kondensator da und beschreibe da etc. etc. Das ist meine Erinnerung. Ja, das ist auch absolut zutreffend. Das ist auch international durchaus breit getreten worden. Woher kommt es beim Eingangsverstärker der A77, dass ein Kondensator oben und der andere unten ist? Wir haben dann gefragt und du hast gelacht wie jetzt. Genauso. Das ist das Zufall? Ist das, da gibt es ja viele heutige Liebhaber, die sagen, ja, das kann nur irgendwie daneben gegangen sein, miserable Reparatur. Nein, es war volle Absicht. Und Grünold hat das. Ja, man kann fast sagen, schlagend geschrieben damals. Ja, danke vielmals. Also, ich möchte euch ganz herzlich danken, am Hans-Rachid natürlich für seine Bombe-Laudatio, die ich nie so hätte können machen. Ich gratuliere euch herzlich. Ich bin sehr froh, dass ihr heute da seid. Danke vielmals. Dass jemand bald auch Geburtstag hat, der wievielte weiß ich nicht. Das war unerwartet. Der Name ist berechtigt. Ich hätte dann etwas für das Museum, wo man in den würdigen Rahmen könnte enthüllen. Das ist fürs Museum. Das ist fürs Museum. Ich will das so machen. Ja, das ist ja. 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 Und die Diskussionen, die meine Mitbeiträger von einer großen Rolle gespielt haben, das einfach darzustellen, das abzuschließen, Darf ich als Bastendisch genau ein Wort sagen? Eine Sache ist aber ganz vergessen gegangen. Besimo hat auch das erste Mischpult gebaut. Ich war dort beim Radio Bern und wir haben fest darauf gewartet, weil der Reportagewagen ist in der Garage gestanden, aber das Mischpult hat gefehlt. Und die Firma Studer hat, respektive meine Studer, hat versprochen, dass das Mischpult natürlich zur Zeit ankomme. Wir haben dann lange darüber diskutiert und Herr Züter hat gesagt, ja, jetzt sei ich halt gleich gerade noch beim Spritzen und es gehen schon noch ein paar Wochen. Und dann nach diesen paar Wochen ist wieder nichts passiert. Dann haben wir wieder angerufen und damals haben wir den Guido verwünscht. Und er hat gesagt, ja, was für eine Farbe, dass denn das Boot überhaupt muss ich sagen. Das hast du überhaupt schon ausgesehen. Ich bin nicht gut, dass es braucht.
Aber ich muss sagen, das, was noch geliefert wurde, ist lang, manche Jahre im Betrieb gewesen. Ich habe dort noch etwa 2 Jahre mit dem auch gearbeitet. Und es war etwas Neues gewesen. Es hat neue Möglichkeiten gegeben, die man vorher nicht hatte in dem Reportagewagen. Also ist der Guido nicht nur Vater von der Tonbandgerät, sondern eigentlich auch Vater von der Mischpult. Eigentlich. Und das ist nur schon zu der Story, weil ich dem Beispiel, das ist so gewesen. Ich habe die Offizierschule gemacht und bin dann zum Studium, habe dann müssen auch den Aufwand verdienen. Und da habe ich Blinddarm bekommen und dann bin ich halt, habe ich den Aufwand verdienen und bin ich in der Firma Studer einfach dann beschäftigt gewesen. Und dann habe ich im Sommer müssen den Aufwand verdienen. Nach Bier, in Basel. Und da kommt ein Brief zugunsten von der vom Schulkommando. Sie müssen den Besimo beurlauben für ein paar Tage. Und dann haben sie mich gerufen, da, Schulkommando. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss erst mal mit denen reden, da, wo das jetzt wird. Und dann habe ich dann das angebracht, dass sie mir also eine Woche dann nicht Urlaub geben. Ich komme nach Regensdorf und dann sage ich, ich muss schauen, dass jetzt das Mischpult, dass das Mischpult gebaut werden kann. Das muss jetzt geliefert werden nach Bern. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist das für ein Mischpult, wieso? Und ich sagte, schon wohl ein Blockschema gehabt oder so, aber dann bin ich mit dem Blockschema. Und dann wissen, was ich da mitbekommen habe, bin ich dann nach Bern, über zu BDPTT, ja. Ja, Studio Bern. Ja. Und dort habe ich dann so Fragen gestellt, wie es korrekt ist. Ich habe Fragen. Habe ich dann auch mitbekommen, dass das ganz Mischpult und Maler ist. Oder? So ist es dann halt gegangen. Dann tut der Familie Studer, der ist dann sehr bitter gewesen, wenn man Arbeiten gemacht hat im Labor, wo er eigentlich nicht so gewusst hat, um was es eigentlich da geht. Mit dem Mischpult-Schema hat es dann ein Eckmühlenverstärker, ich schreibe das in Eckmühlenverstärker, also auch die Tonregelung und Präsenzüberhöhung etc. Oder und so. Und dann nachher hat er halt wieder müssen. Jetzt ist er dann wieder in die Ferien mal und dann habe ich ungesehen, habe ich dann den Eckmühlenverstärker einschub müssen machen. Dann ist dann noch der Zeit da irgendwo. Ja, ja. Vielen Dank, dass es so gut rausgekommen ist. Dass wir immer eigentlich qualitativ haben, in einer guten Chance sind in der Firma. Und ich muss mich einfach dann, ich habe mich mal entschliessen, wo das dann an die Baden gegangen ist, an die Grenze gegangen ist. Aber ich muss sagen, jetzt ist fertig. So geht das einfach nicht mehr hinter. Dass ich hat dann für mich einen neuen Lebensabschnitt gegeben. Für uns zweimal mit das Shaping von der Studer International. Hat einen neuen Lebensabschnitt gegeben. Wir haben das Weingut gekauft in Italien, in Bemon. Und dann bin ich halt dann bei den Ferien halber noch jeweils
in der Zeit, in der letzten Zeit, dass man nach Waderschwil lernen will, Wein machen und lernen Reben schneiden und pflanzen. Und dann haben wir ja dann 26 Jahre in Italien haben wir ein schönes, gutes Leben gehabt. Der grosse Unterschied war gegenüber der vorherigen Arbeit, wo man eigentlich hat alles berechnen können, mit Ausnahme vielleicht von Lieferterminen etc. Aber sonst technisch hat man viel können berechnen. Das ist beim Weinmachen nicht mehr gegangen, weil man ist vom Klima abhängig war, vom Regen, von den Jahreszeiten. Und man hat müssen sagen, man kann es nur so gut machen. Wie die Natur haben das eigentlich zu wollen. Wir sind aber dann relativ rasch, wir zwei haben dann müssen sehen, dass der Tunnel auch mit der Qualität zu tun hat. Wenn man durch die Gegend gefahren ist, hat man gesehen, dass die Radbergen alle nicht schön aussehen. Und dass da mit Maschinen schon viel geschafft worden ist. Und wir zwei haben dann halt mit Margit die Arbeit da unten. Und ich glaube, ich muss dann sagen, so drei Jahre später haben die Radberger in unserer Umgebung. Gerade in der näheren Umgebung haben gleich ausgesehen. Aber man hat dann schon gesehen, dass die weiter weg sind, die haben dann nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Weil die Bauern, die haben Hektare gehabt, wir haben 1 Hektare gehabt. Und die haben vielleicht dann 7, 8 Hektare gehabt. Die haben nicht glaubt vom Wein machen, sondern die haben glaubt vom Trauben verkaufen. Und wir haben das als Hobby betrieben eigentlich. Oder obgleich dann nach 2-3 Jahren oder nach 3 Jahren Nachbarn gekommen sind, machen du mir den Wein. Weil der Rollo mal besser war, weil ich einfach es über ihn geschafft habe. Mit dem Wein machen ist 90% wichtig, dass man es super schafft. Mit den ganzen Gärten. Das ist dann der Einfluss von der Natur. Also, sonst gäbe es viel zu sagen und zu reduzieren, was jetzt, da haben sie auch immer über mich gesagt, hat und das Wirken. Einfach mit dem Billy Studer bin ich immer in einer gewissen Hassliebe gewesen. Das muss ich auch sagen. Das ist auch so. Aber wir haben es überlebt und wir dann. Ja, der Studer hat die Firma verkauft an die Badener. Mit dem Inhalt vom Vertrag, dass der Studer weiterhin als beratende Ex wirksam soll sein. Und jedes Mal, wenn wir aus Italien im Monat vielleicht oder 3 Wochen in die Schweiz gekommen sind, dann sind wir immer wieder den Studer besuchen. Und es ist vor, er hat gerannt, er hat brüllt, weil er nicht mehr gefreut geworden ist und weil die alles allemal besser gemacht haben und so. Also er hat eigentlich am meisten gewählt, dass er eigentlich letzten Endes die Fabrik verkauft hat, das Geld verkauft hat. Ja. Also viel mehr wird jetzt nicht mehr sagen, also ich danke wahnsinnig. Das muss ich gerne, weil es ist eigentlich schon nicht... Hast du es mal gemacht? Nein, dass so etwas passiert über den 90-jährige Geburtstag, aber es hat endlich die Werden 90. Aber so viel, so etwas passiert in der Welt, oder? Ich muss also sagen. Nein. Und das vor dem alten Stutz, wo so ein Museum und zum Teil die Arbeitszeit, die er aufgebracht hat und das Herzblut, das er aufgebracht hat, so etwas zu schaffen. Und ich weiss das, da, was ich so höre, dann ist es so,
was für eine Arbeit das ist und was für eine Ehre das ist eigentlich für alle uns, die geholfen haben, so Sachen zu machen. Danke vielmals. Das ist schwierig vom Studer, auch in dem Kombin. Ja, das ist der Stein. Sehr gut. Also, Basis ist das Unterband von der 8, 10, 12, 16 mit Ferienzeit. In Zürich Abholter gesehen. Deklarant war dumm, also wir mussten warten, bis der Deklarant kam, wo dann Papier gemacht hat.
Maschine. Und dann sind wir dann losgefahren, da hat es noch keine Autobahn gehabt, auf der Landstraße, das Rheintal ab, bis Baden-Baden, oder? Und dort haben wir dann, sind wir sofort in das Studio und haben dann angefangen zu waschen, bis nach Amerika, so ist es gegangen. Neben der anderen Mutter sind wir kurz geschlafen. Also das wäre dann eine halbe Stunde. Und am Morgen früh sind wir dann... Ich habe abgelesen und der Rudi hat Protokoll gemacht. Und jedes Mal habe ich müssen, wenn ich den Leuten, das ist 6 kHz, habe ich mir Beginn gegeben, dass ich gesagt habe, 0,2 dB oder so etwas. Jedes Mal haben wir so ein Beginn gegeben, schon drin. Da sind wir ja. Am Ende sind wir dann wieder heimgekommen. Ich hatte aber müssen mit einem Arzt spielen, weil der Ole Franz, der Wilhelm, der hat uns noch will, der hat uns noch will gesehen, was wir jetzt noch gemacht haben und so. Dann sind wir dort hingekommen, dann haben wir mit der Gasse auf jeden Fall, sind wir dann relativ spät, nachts sind wir dann in Zürich bei mir daheim angekommen. Ja, und dann hast du Ja, du musstest ja auch nicht mehr verkaufen. Sind euch die Jungen nicht anpassen? Das war es ja voll. Also, ich. Das sind noch Zeiten gewesen, ja? Ja. Aber mit Trinksaal. Ja, das ist eine Wartezeit. Jetzt sind wir das gut.